Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Versicherung und Sie haben einen Schaden, bei Ihnen passiert was. Und die Versicherung macht dann einfach das, was Versicherungen oft machen. Sie zahlt nicht. Dann haben Sie im Prinzip drei Möglichkeiten. Die erste ist, Sie machen nichts, allenfalls kündigen Sie vielleicht die Versicherung. Zweite Möglichkeit ist, Sie gehen zum Anwalt. Und die dritte Möglichkeit, die verrate ich Ihnen in diesem Video. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro GmbH. Ganz kurz zum ersten Punkt. Sie können natürlich nichts machen, wenn die Versicherung nicht bezahlt. Sie können aber kündigen, denn Ihnen steht ein Sonderkündigungsrecht zu. Sobald das der Fall ist, dass Sie einen Schaden haben und die Versicherung bezahlt nicht, dann haben Sie laut den Bedingungen der Versicherungen und auch laut unserem Versicherungsgesetz in Deutschland ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Sie können also direkt sagen, Sie kicken die Versicherung und das Ganze ohne jegliche Frist. Und ebenso auch nur ganz kurz. Natürlich können Sie auch zum Anwalt gehen. Total klar. Sie können sich einen Anwalt nehmen und dann versuchen durchzusetzen, dass Sie bei der Versicherung zu Ihrem Recht kommen. Und dann haben Sie eigentlich zwei Probleme, außer dem Versicherungsproblem. Nämlich Problem Nummer eins. Sie haben natürlich einen ungewissen Ausgang. Sie wissen nicht, wie es ausgehen wird, wenn der Anwalt für Sie vor Gericht klagt. Und dann haben Sie ein zweites Problem. Sie haben ein Kostenrisiko. Denn Sie brauchen das Geld für den Anwalt und fürs Gericht, wenn der Anwalt für Sie beim Gericht klagt. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe ja vielleicht eine Rechtsschutzversicherung, Frau Lederer, vielleicht schließe ich auch eine jetzt noch schnell ab, auch dann haben Sie das Problem, dass die Rechtsschutzversicherung erstmal guckt, ob sie das überhaupt bezahlt, den Streit gegen die andere Versicherung. Und dann stehen Sie letzten Endes genau da, wo Sie auch ohne Anwalt stehen würden. Und genau deswegen habe ich für Sie meinen Punkt Nummer 3. Was Sie tun können, wenn die Versicherung nicht bezahlt, dann werden Sie zum Anwalt in eigener Sache. Ich weiß, wie das klingt, wenn eine Anwältin wie ich das sagt, aber Sie kriegen das locker alleine hin, denn Sie sind nicht alleine. Es gibt Stellen in Deutschland, bei denen Sie das machen können und die Sie unterstützen. Und das ist so ähnlich wie ein Gericht mit einem Prozess. Aber das sind die berühmten Schlichtungsstellen. Wenn Sie also einen Streit mit der Versicherung haben, dann gibt es dafür ein ganz spezielles Verfahren vor einer ganz speziellen Schlichtungsstelle. Das läuft dann so ähnlich ab wie ein Gerichtsprozess mit Anwalt. Mit dem feinen Unterschied, dass Sie bei dieser Schlichtungsstelle keinen Anwalt brauchen, denn die Schlichtungsstelle ist Ihr Anwalt. In Anführungsstrichen, ne? Die Schlichtungsstellen bei uns in Deutschland ist so ähnlich wie ein Schiedsgericht. Mediation könnte man auch dazu sagen. Diese Schlichtungsstelle ist für Sie da. Ihr Gegner, die Versicherung, darf die Schlichtungsstelle nicht beeinflussen und darf auch keine Mitarbeiter oder Schiedsrichter dahin hinschicken, sondern die Schlichtungsstelle ist dafür da, dass Sie als Anwalt in eigener Sache auch ohne Anwalt zu Ihrem Recht kommen. Dieses Verfahren vor der Schlichtungsstelle, das so ähnlich ist wie ein Gerichtsprozess, das hat auch noch, gerade im Vergleich zum Gerichtsprozess, einen ganz entscheidenden Vorteil. Und das sind die Kosten. Wissen Sie, was ich eingangs gesagt habe? Ihr Kostenrisiko im Prozess mit Rechtsschutzversicherung vielleicht weniger, aber wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung haben, um sich mit Ihrer Versicherung zu streiten, dann haben Sie immer dieses Kostenrisiko. Und das haben Sie in diesem Schlichtungsverfahren, bei der Mediation vor der Schlichtungsstelle nicht. Wenn Sie sich dort mit Ihrer Versicherung streiten, kostet Sie das 0,0 Euro. Keine Gebühren für die Schlichtungsstelle und auch sonst keine versteckten Kosten. Jetzt werden Sie von mir wissen wollen, Frau Lederer, wo finde ich denn diese Schlichtungsstelle, von der Sie da immer sprechen? Diese Mediation, dieses Schiedsgericht, wo finde ich das? Ich zeige Ihnen das direkt und habe es wie immer, ne? Sie wissen es, in der Videobeschreibung auch verlinkt. Da können Sie in aller Ruhe nachlesen. Schauen Sie, hier, das ist die Liste der Verbraucherschlichtungsstellen. Ja, ich habe direkt mal hier den PDF-Link aufgerufen, damit Sie das sehen.
Herausgeber ist hier oben links, sehen Sie das, das Bundesamt für Justiz. Ja, das ist also schon ein amtliches Dokument. Und da finden Sie, hier habe ich das mal vorbereitet, auf der Seite 6 im PDF, ne? Hier sehen Sie das, den Versicherungsombudsmann. So heißt die Schlichtungsstelle, wenn Sie sich mit Ihrer Versicherung streiten, weil die nicht bezahlt. Und da können Sie im PDF direkt auf die Seite 117 klicken. Hier sehen Sie die Kontaktdaten, ne? Adresse, wo Sie Ihre Beschwerde einreichen können, wo Sie es auch hinfaxen können. Und hier sehen Sie auch schon, die durchschnittliche Verfahrensdauer bei dieser Behörde ist 3 Monate. Mein Tipp für Sie ist auf jeden Fall, wenn Sie das Video zu einem späteren Zeitpunkt sehen, als ich es online stelle, dann schauen Sie immer, dass Sie die aktuelle Liste erwischen. Na? Ich habe hier, sehen Sie hier den Link, wo die veröffentlicht wird. Na, das ist das bundesjustizamt.de. Auch den Link habe ich in der Videobeschreibung. Und hier sehen Sie immer die aktuelle Liste. Schauen Sie, hier gehen Sie auf diesen Link drauf. Na? Liste der Verbraucherschlichtungsstellen. Da erlauben wir mal den Download und dann haben Sie das Dokument auch automatisch verfügbar und vor allen Dingen das aktuellste Dokument. Und wenn das Ganze doch nicht in Ihrem Sinne ausgeht, wenn Sie am Ende sagen, da gab es einen mittelprächtigen Vergleich oder Sie wurden sogar abgewiesen mit Ihrem Anspruch, dann können Sie immer noch zum Anwalt gehen. Oder wenn Sie sagen, nee, ich brauche das alles nicht, dann können Sie die Kosten, um die Sie sich mit Ihrer Versicherung ja streiten, vielleicht sogar als außergewöhnliche Belastung bei der Steuer absetzen. Und dabei helfen Ihnen natürlich meine Tipps und Tricks hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns Freitag 18:30 Uhr spätestens wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.